Lionel Messi tunneln oder Dirk Nowitzki den Ball abjagen. Was in der Realität schwierig bis unmöglich ist, gelingt in Computerspielen mit etwas Training problemlos. Für den ehemaligen Basketballspieler Alireza Zadevand aber sind Sportgames mehr als ein Zeitvertreib. Denn seit er wegen Muskeldystrophie im Rollstuhl sitzt, sind die virtuellen Spielfelder von FIFA und NBA Live sein einziges Trainingsgelände. Doch auch das Kicken und Dribbeln an PlayStation und Xbox ist alles andere als barrierefrei. Zum Beispiel, weil die Taste für Laufen von Zadevand wegen seiner Muskelerkrankung kaum zu erreichen ist. Dadurch kann ich eben diese Taste nicht durchgehend halten. Und das macht sich dann im Spielverlauf bemerkbar, weil ich dann merke, die Taste drücke ich dann gar nicht. Und im Fußball, wenn man da nicht laufen kann, hat man dann ein echtes Problem. Bei den ersten Spielen sind die Finger noch fit. Das Laufen funktioniert und ein paar Tore sind auch drin. Beim nächsten Spielgang hört das dann auf. Dann da ist einfach kein Spaßfaktor mehr da. Also wenn man dann spielt und trotzdem verliert. Auch Ego-Shooter bergen Probleme. Dass er zum Beispiel die Tasten nicht so schnell drücken kann wie andere Zocker, macht ihn in Call of Duty zum leichten Ziel. Und auch für das Online-Rollenspiel World of Warcraft sind Zadevands motorische Fähigkeiten eigentlich zu langsam und ungenau. Aber das ist für ihn kein Grund, auf seine Lieblingsspiele zu verzichten. Manchmal trickst er eben, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Da habe ich für mich persönlich ein Klebebandtrick erfunden. Das ist einfach, also ganz einfach, ich klebe dann eine Taste dann zu, also so, dass ich dann diese nicht drücken muss. So lange, bis der Klebestreifen sich löst und Zadevand wieder von vorne anfangen muss. Denn anders als etwa bei U-Bahn-Stationen oder öffentlichen Gebäuden ist Barrierefreiheit in der Computerspielewelt ein Nischenthema. Und nicht zuletzt, weil die Spieleindustrie ihre behinderten Fans weitgehend ignoriert, gibt es zu wenig professionell entworfene Hilfsmittel für Gamer mit Handicap. Aber es gibt Entwickler, die das Thema Inklusion auch bei Computerspielen ernst nehmen. Zum Beispiel Helmut Herold von der Technischen Hochschule Nürnberg. Er arbeitet mit seinem Team am Genesis-Projekt. Das Ziel? Spiele für alle. Nämlich? Vom Nobelpreisträger im Rollstuhl, der nur noch den Kopf bewegen kann, bis zum Kind, das total fit ist, die Maus bedienen kann, aber geistig zurückgeblieben ist. Und das ist natürlich sehr schwierig zu realisieren. Deswegen ist bei unserem Programm das alles einstellbar. Besonders wichtig für das Erreichen dieses Ziels: unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten für unterschiedlich beeinträchtigte Menschen. So kann man die Genesis-Spiele mit einer Eintastensteuerung, einer Fußsteuerung, einer Mund- und einer Augensteuerung bedienen. Allerdings sind diese Spezialanfertigungen für die meisten Spieler unerschwinglich. Und Unterstützung aus der Industrie bekommt Herold gar nicht. Diesem Desinteresse an der digitalen Inklusion begegnet auch Daniel Heinz von der Fachstelle für Jugendmedienkultur immer wieder. Er berät Jugendeinrichtungen, wie diese Menschen mit Behinderung an Computerspiele heranführen können. In den letzten Jahren beobachtet er fast keinen Fortschritt. Weder bei der Barrierefreiheit von Computerspielen, noch beim Engagement der Spielehersteller. Das ist mein großer Wunsch, dass die Computerspieleindustrie einfach mehr darauf aufmerksam wird, dass sie nicht nur immer die ökonomischen Motive im Hinterkopf hat, sondern auch Menschen mit Behinderung einfach auch berücksichtigt bei der Spieleproduktion. Von einer echten Teilhabe am Kulturgut Computerspiel sind Gamer mit Handicap also noch weit entfernt. Aber gerade für Menschen mit Behinderungen sind Computerspiele eine besonders wertvolle Erweiterung ihres meist durch Einschränkungen geprägten Alltags. Alireza Zadevand wartet deshalb nicht mehr auf behindertenfreundliche Games. Er engagiert sich. Zum Beispiel sammelt er auf einem Games-Blog Informationen und Tipps für Entwickler und Zocker, damit sein Klebebandtrick schon bald der Vergangenheit angehören kann.